bei Düsseldorf zum Modell. Ich bin gerade mit den Fingern abgerutscht. Und die Musik, der war, sagt er, ja. Übrigens, das ist, so sieht er von vorne aus. Ich habe gerade gesehen, da ist er nochmal. Die Decke kann man, glaube ich, wirklich abmachen. Weil das ist ja nicht derselbe Mercedes. Ja. Deswegen würde ich ja sagen, aber die anderen sehen auch eigentlich gerade aus, bis auf das Schwarze, das, naja. Ja, der Grün und der Gelbe sieht auch gut aus. Ja. Und ja, also ungefähr hier oben kann man das ausklappen. Sozusagen wie bei einem Cabrio. Ja, aber der Wagen ist hier auch geil. Übrigens ist er abgeschlossen. Ein Kumpel hat ja mit mir vor, 24 Stunden hier Mercedes und dann in den Wagen hier verstecken. Aber der Mercedes ist zu. Da kann man gar nicht rein. Deswegen kann man vielleicht in den hier rein. Übrigens sind da aber immer noch den GTC. Ja. Wie die meisten Wagen eigentlich hier. Von Mercedes. Ja. Ich meine, diese Mercedes finde ich nicht ganz so prickelnd. Ja. Vom Sitz her, klar, ich hätte kann den Sitz weiter nach hinten schieben. Aber ich habe das nicht so gerne, wenn ich im Auto sitze und dann die Beine so lang mache. Ich könnte es euch mal zeigen, was ich meine. Mal gucken, wie das ein bisschen geht. Okay. Hat auch noch ein Piep dabei ist. So. Die wird sehr am drin sein. Ich habe meine Jacke dabei und wir haben ja was mit 30, 20 Grad oder so. Und wie man hier sehen kann, ich komme sehr gut hier dran. Wo war ich denn? Also wenn ich jetzt den Wagen jetzt vielleicht den Lenkrad hier drehen würde, dann wird das hier sehr dran hier kommen. Ja. Und weiter gerade müsste ich dann meine Füße so haben. Und ich weiß nicht, wie das sich dann anfühlt. Ja. Also trotzdem, Mercedes macht guter Wagen. Eigentlich so sagen die geilsten Wagen. Aus meiner Sicht. Ja. Dienstag stimmt übrigens auch. 4.6. auch. Ja. Aber es hat sich keine Uhrzeit. Doch, da steht. 14.32 Uhr. Das bedeutet, in 4 Minuten kommt ein Zug, der Richtung Beppuschau fährt. Aber den will ich eh nicht nehmen. Ich denke, dass ich fast bis 18 Uhr hier bleibe. Ich versuche Hunger zu bekommen, dann gehe ich nach Burger King und versuche da wieder so viele Hamburgers wie es geht zu essen. Ja. Aber hier zu sitzen und den Wagen hier zu sehen, ist auch richtig geil. Eigentlich. Links ausgegangen. Ja. Auch die Tür, das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Das helle. Ja. Ich bin ja eher wieder Schwarze. Das an den Sitzen hier, das Grüne, finde ich jetzt auch nicht ganz so schön. Weil wieder passt überhaupt gar nicht. Ich kann nochmal rausgehen und dann draußen noch was zeigen. Das ist eine Sache, was ich nicht so gut finde. Das Grüne, das passt. Also das hell komische Grün, das passt irgendwie gar nicht. Das ist eher blau. Also ich würde eher blau-grünlich sagen. Von der Farbe her, aber wie schon gesagt, das passt gar nicht. Ja. Sonst aber trotzdem ein geiler Wagen auch. Habe ich keinen Wagen.
wie ich gerade hingehen kann, ist besser als wie der hier. An den Bahn kommt gar keiner ran. Ja, meine Eltern fahren ja fort. Ja, und fort wird auch niemals an so einen Wagen drankommen. Also Geiligkeit her. Ich gehe mal hier kurz in den Wagen hier rein. Hinten unten ist ein wenig am Anfüllen. Vielleicht wird es drei Parts geben. Weil ich meine, dass jeder Wagen von alleine ausgehen. Wie die wissen. Weil ich will mir über WhatsApp die Dienste. Da. Wie soll ich sagen, wie sieht der aus von der Mitte? Von der Polizeiauto. Boah, sieht der Zeit so aus. Dieser Wagen da. Der sieht doch scheiße aus. Ist mit Sicherheit Opel oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist VW. Ja. Ich meine, den Wagen hier drin. Ja. Und die eigentlich also stinken müssen. Bah. Also hier muss man, wenn man das gekauft hat, auf jeden Fall sehr lange lüften. Oder irgendwie mit Parfümier ganz lange dran gehen, weil es ist auf jeden Fall sehr stickig hier drin. Also jetzt zum Beispiel hier, vielleicht war das der Grüne da hinten gewesen. Und das sieht vielfach besser aus. Ja. Und der Tür, das gefällt mir immer noch nicht so besser. Da weiß ich auch irgendwas.